Ich könnte mir mein Leben ohne Modellbau gar nicht mehr vorstellen. Es ist die Liebe zum Detail, die Wilhelm Peters Arbeit auszeichnet. Der 71-jährige gelernte Energieanlagenelektroniker hat 2008 angefangen, Schloss Oelber zu bauen. Seitdem ist er infiziert. Es folgten Schloss Wolfenbüttel und die Marienburg. Aktuell arbeitet Wilhelm Peters an Schloss Celle. Das Schwierige beim Modellbau ist einfach das Material. Es gibt immer weniger Geschäfte, wo man eben den Zubehör oder ist egal, es fängt beim Sägeblatt an und bei Hölzern, spezielle Farben, Pinsel, also da muss man schon ganz schön unterwegs sein, bis man alles hat. Und die Anschaffung dauert manchmal länger wie die Planung. Denn bevor der Modellbauer aus Salzgitter-Lichtenberg anfangen kann zu bauen, muss er erst einmal Pläne erstellen. Im Fall von Schloss Celle Maßstab 1:32. Mindestens genauso wichtig sind Fotos vom aktuellen Zustand des Gebäudes. Man gibt das Beste und es soll so naturgetreu nachgebaut werden, so wie es auch in Wirklichkeit ist. Und die Leute, die das Schloss kennen, die sollen gleich erkennen, das ist es. Und in dem Zimmer habe ich mal gearbeitet, da war mein Büro oder da ist der Eingang vom Theater. Jeden Tag zwischen 5 und 22 Uhr arbeitet Wilhelm Peters in seinem Keller am Modell Schloss Celle. Jedes Teil, das er verbaut, ist von ihm hergestellt. Nichts kommt von der Stange. Dass sich Wellpappe für die Dachpfannen hervorragend eignet, hat er zufällig herausgefunden. Und weil ihm die Modellbaufarben nicht originalgetreu genug sind, hat er sich etwas einfallen lassen. Das sind also 100-jährige Dachpfannen, die ich zerschlage. Zu Pulver, auf meinem Gartenweg mache ich das mit dem Hammer und dann wird das gesiebt und das feine Gesiebte kommt nochmal durch den Damenstrumpf, damit ich Puder habe. Denn das andere wäre ja zu grob und so ist es ein feines Puder, was ich dann mit Leim verdünnen kann, also zu einer Paste. Margit Peters unterstützt ihren Ehemann von Anfang an bei seinem Hobby, auch indem sie seine Homepage betreut. Wir haben ja schon einige Ausstellungen hinter uns. Wir waren ja schon in Schloss Oelber 3 oder 4 Mal. In Wolfenbüttel haben wir ausgestellt, im Lessing-Theater. Und also das sind wunderbare Erlebnisse. Das kann man mit Geld und mit allem nicht bezahlen. Also wunderschön ist das. Das erste Schloss hat Wilhelm Peters von Oktober 2008 bis März 2010 gebaut. Schloss Oelber. Es ist sogar eingerichtet mit Möbeln aus Holland und selbstgelegtem Parkett. Schluss war danach nicht. Jetzt war ich ja gerade mit Oelber fertig geworden. Ach, und ich muss wieder bauen. Ich muss wieder was bauen. Ist egal. Also, guck mal hier, so ein schönes Schloss. Ja, und dann habe ich Kontakt mit der Stadt aufgenommen. Nach Schloss Wolfenbüttel folgte das größte und bisher aufwendigste Projekt, Schloss Marienburg. In 4150 Stunden ist es auf 2,60 Meter mal 1,80 Meter entstanden. Ich wollte mal was Außergewöhnliches, was Großes. Eigentlich, ich habe die Marienburg noch anders im Kopf gehabt. Es war ja vor vielen Jahren mal da, dass sie so groß war, groß ist. Das war mir eigentlich fremd. Aber es war eine Herausforderung. Ich habe auch nicht aufgegeben. Ich habe Ja gesagt und ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Nun entsteht also das Zeller Schloss als Modell. Dass nur noch wenige Monate Arbeit vor ihm stehen, besorgt Wilhelm Peters ein wenig. Wenn so ein Projekt fertig wird, dann bin ich auch einerseits immer so ein bisschen geknickt und traurig, weil dann fehlt irgendwas. Und darum ist man ja immer wieder bemüht, bevor ich jetzt fertig werde, Weihnachten, möchte ich ja mir schon im September oder jetzt noch eher Gedanken machen, wie geht es weiter. Ich suche also jetzt schon wieder ein neues Schloss, was ich bauen kann. Denn ein Schloss will Wilhelm Peters noch bauen. Mit demselben Blick fürs Detail, ganz viel Sorgfalt und jeder Menge Leidenschaft wie bei den anderen Schlössern.